one. Yep. Gerade eben hat er wirklich geklingelt, es ist 5 Uhr. Das ist jedes Mal ins Bad. Und dann ein bisschen Kaffee im Arsch gekriegt, ja, und komm auf, was du beschissen hast. Angekommen im Zimmer. Schön gemacht. So ist es klein, ist es gemütlich. Fenster gibt's. So. Da ist die Schatzi, die will nicht gefilmt werden. Das kann man verstehen. Schöner Blick raus. Naja, mehr oder weniger. Da hast du eine kleine Sitzecke gemacht. Also ich weiß nicht, was die Leute wollen. Ich fand den Wirt jetzt relativ nett. Wir haben aufgrund unserer Leibeshülle und der Behinderung von uns haben wir direkt ein Zimmer bekommen. Ebenerdig, also ohne Treppen, ohne Keller. Ohne Treppen rauf, also wirklich schön gemacht. Kann man nicht meckern. Das Einzige dürfte wahrscheinlich die Toilette ein Problem werden. Weil das ist sehr eng. Ja. Ich meine, es ist hübsch gemacht, es ist toll gefliest. Ich werde mich auf die Dusche freuen. Ja. Wenn ich reinpasse, das ist das andere Problem. Ja, das ist ein bisschen von der Sitzfläche ein bisschen eng. Aber auch das kriegen wir auf die Kette. So.
Nö. Die ganze Zeit ist hier kein Mensch. In dem Moment, wo ich anfange zu filmen, latschen sie alle vorbei, müssen in die Kamera klotzen. Dann überfahren, 2,5 Stunden von Stralsund aus, sind sie dann unterwegs. Man kann aber auch auf Google starten, dann ist man eine ganz andere Stelle unterwegs. Das geht dann also auch etwas schneller. So, dann wollen wir uns auch die erste große Parkkirche anschauen, und zwar die Nikolaikirche, wenn wir jetzt gleich sehen. Nikolaikirche, das ist auch die älteste Kirche der Stadt. Hier haben wir auf der rechten Seite zwischen den beiden Speichern, das ist die Nikolaikirche. So, wenn Sie mal hinschauen, ich denke, Sie können unschwer erkennen, dass das eine Doppelturmkirche ist. Die sah früher mal ganz anders aus. Diese Kirche hatte mal zwei spitze gotische Turmhelme. Also alle Stralsunder Kirchen haben früher solche gotischen Turmhelme gehabt. Das waren so ganz spitz zulaufende Türme gewesen. Wir haben also nicht solche Bäuche gehabt, so wie die man jetzt, oder die, die man dort jetzt sehen kann. Leider wurden diese beiden Kirchtürme bei einem Stadtbrand zerstört. Und zwar durch Funkenflug damals verursacht, sind die in Brand geraten, vollständig ausgebrannt. Und dann hat man im Nachhinein die eine Seite mit einer barocken Turmhaube versehen. Die andere Seite, der Nordturm, der hat einfach nur so ein Flachdach bekommen. Eigentlich sollte der genauso aussehen, aber man hat dann festgestellt beim Bauen, dass das Geld nicht mehr für den zweiten Kirchturm reicht. Ja, Sie wissen ja, die Kirche hat kein Geld, die Kassen waren knapp. So, dann hat man eben, wie gesagt, dieses Flachdach erstmal draufgesetzt. Die Kirche hat dann gesagt, wir sparen so 5-6 Jahre und machen das dann später mit dem zweiten Kirchturm. Das ist jetzt aber auch schon über 300 Jahre mittlerweile her, und Sie sehen, die Kassen sind auch heute noch knapp. Jetzt bleibt es auch so, da kommt kein zweiter Turm drauf. Ich würde Ihnen empfehlen, mal reinzugehen, denn das Inventar, das ist wirklich fast vollständig erhalten. Das ist auch sehr, sehr wertvoll. Sie werden zum Beispiel eine astronomische Uhr dort finden, eine Buchholzorgel, ein Hochaltar, das Ratsgestühl, ganz, ganz seltene Wandmalerei, also dort sind Sie weg, auf jeden Fall. So, dann schauen wir uns noch das Unternehmen an, bevor wir die Hafeninsel dann verlassen werden. Und zwar hier vor uns auf der rechten Seite, diese weiße Fassade. Die schauen Sie sich bitte mal ganz genau an. Hier ist es immer so, dass ganz viele Besucher davor stehen und dann immer sagen, das sieht schon recht gewöhnungsbedürftig aus, so im ersten Moment, dieses Gebäude. Ne? Also Sie sagen, das passt hier nicht so richtig rein. Jetzt ist es aber, das ist mehr als ein Drittel des gesamten Wohnraums. So, dann fahren wir jetzt über die Semloer Brücke.
holen und hier nach rechts abbiegen. Ja, vor uns auf der rechten Seite haben wir dann den Anleger der Weißen Flotte. Also wenn wir jetzt noch eine Hafentour geplant haben, zum Beispiel bei den Fährverkehr nutzen wollen, nach Alte Fähre, nach Wittensee, hier vor uns auf der rechten Seite, von hier aus starten die Fahrgastschiffe. Zurzeit aber gehen wir leer, die sind also alle unterwegs momentan. Wir schauen aber mal nach links jetzt rüber, und wenn wir hier an diesem letzten weißen Eckgebäude vorbei sind, dann achten Sie mal drauf, da taucht dann im Hintergrund ein kleines gelbes oder auch ockerfarbenes Eckgebäude drauf auf. Und da steht auch was dran, schauen wir mal rüber. Hafenkneipe steht da dran. Das ist eine der ältesten Hafenkneipen Europas, die Sie dort sehen, die Hafenkneipe zur Fähre. Die wurde im Jahre 1332 schon erstmals erwähnt. Was schrieben wir also darauf?